Meine Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen ein neues Buch der Pariser Rabbinerin Delphine Orvillers vorstellen. Sie ist der Shootingstar des liberalen Judentums in Frankreich, hat es sogar auf das Cover der französischen Elle gebracht. Nicht jedem Rabbiner, nicht jeder Rabbinerin ist das beschieden. Wendet sich mit ihren Büchern an ein breiteres Publikum, ein interessiertes Publikum, ein Judentum interessiertes Publikum. Das Thema dieser neueren Publikation allerdings ist weniger erfreulich. Es beschäftigt sich mit dem Antisemitismus, ein Phänomen, das mittlerweile weltweit wieder deutlicher vernehmbar ist. Das Buch trägt den Titel Reflexion sur la question antisemit. Die deutsche Übersetzung, die in diesem Jahr erschien, lautet Überlegungen zur Frage des Antisemitismus. Ein Titel, der nicht ganz die Pointe des französischen Titels wiedergibt, denn er spielt an auf Jean-Paul Sartres Reflexion sur la question juive. Nun, die sogenannte Judenfrage ist, wie wir wissen, eine Antisemitenfrage und insofern ist der Titel, den Delphine Orvillers hier gewählt hat, durchaus berechtigt. Wer das Buch aufschlägt und sich den Prolog anschaut, der wird nicht auf die Klage über den Antisemitismus treffen, sondern auf eine Frage. Warum werden die Juden nicht gemocht? Die Frage scheint banal, aber genau das ist eigentlich die Frage, die zu stellen ist, wenn wir uns mit dem Antisemitismus beschäftigen. Parce qu'ils ne sont pas gentils, disait Jacques Lacan, weil sie nicht nett sind, antwortet Jacques Lacan. Ja, sind wir jetzt sehr viel schlauer in der Beantwortung dieser Frage. Was hat sich Jacques Lacan dabei gedacht? Und was hat sich Delphine Orvillers dabei gedacht, dieses Zitat gleich an den Beginn zu setzen? Nun, das französische Gentil meint einerseits nett, freundlich, erinnert aber auch an das lateinische Gens, Gentis und an die Gentes, an die Völker, die Heiden. Dann können Sie die Frage auch so beantworten, weil sie nicht einer bestimmten Familie entstammen, einem bestimmten Geschlecht entstammen oder schlicht, weil sie keine Heiden sind, keine Völker, sondern weil sie anders sind. Damit ist ein Stück weit die Frage bereits beantwortet, warum die Juden nicht gemocht werden, weil sie schlicht anders sind. Und der Hass auf die Juden ist eigentlich der Hass auf das andere, auf das Anderssein, das zugleich perhorisiert wird, und ein Stück weit vielleicht auch beneidet und ersehnt. Und dieses Anderssein, das beginnt gleich sehr früh in der jüdischen Geschichte, dort, wo der Urvater der Juden, nämlich Abraham, in der Tora seinen Auftritt hat. Das Erste, womit er von Gott angeredet wird, ist ziehe hinweg, lech lecha. Der dritte Wochenabschnitt in der Tora-Lesung. Es ist dieses Anderssein, dieses Unterwegssein, dieses nicht zu Hause bleiben können oder wollen, das offenbar ein Stück weit die jüdische Identität, so jedenfalls Orvillers, ausmacht. Man ist nicht, wie Franz Rosenzweig es einmal sehr schön ausgedrückt hat, erdentsprossen. Diese Einwurzelung, eine Lieblingsmetapher, die heute sehr häufig gebraucht wird, ist eigentlich dem Judentum fremd. Die Antisemiten und der Judenhass der letzten Jahrhunderte hat daraus diesen Mythos des ewigen Juden gezimmert, der über die Erde vertrieben und ziellos dahingeht. Aber dieses Lech lecha, dieses zieh weg von dir, von zu Hause, gehört tief eingeschrieben in die jüdische Geschichte und man möchte auch sagen, in die Gesamtstruktur der Heiligen Schrift, denn die
Schrift nicht nur des Alten und des Neuen Testamentes ist eine Schrift, in der sehr viel gelaufen wird und in der man eigentlich nicht zu Hause bleiben soll. Der Schuhverschleiß ist enorm in diesen großen Sammlung von Büchern. Sie kontrastiert dies dem Odysseus-Mythos. Odysseus, der wegzieht von Ithaka, eine Reihe von Abenteuern erlebt und schließlich wieder nach Hause zurückkehrt, zurückkehren will, wo seine Frau auf ihn wartet, von Freiern umworben. Nichts davon bei Abraham. Abraham zieht weg und bleibt weg in ein neues, ihm noch gänzlich unbekanntes Land. Und dieses Wegziehen, dieses nicht ganz bei sich selbst sein, das ist etwas, das nach Delphine Orvilleur ein Stück weit die jüdische Identität ausmacht. Wenn es also so etwas gibt wie eine jüdische Identität, dann ist es genau dies, keine exakte Festlegung zu haben. Das zieht den Groll derer auf sich, die vielleicht ein bisschen allzu festgelegt sind. Und dies nicht erst in der neuesten Zeit, nicht erst im 20., nicht erst im 19. Jahrhundert, schon seit der Antike. Und die Bibel selbst kennt ein Buch, das diesen Gedanken durchspielt, dass es Leute gibt, die daran denken, dieses Volk, das irgendwo nicht so richtig hingehört, zu den Eingewurzelten auszuradieren. Das ist das Buch Esther, wo Haman, weil ihm nicht die gebührende Ehre erwiesen wird und weil ihm dieses Volk sehr suspekt ist, den Beschluss fasst, es zu vernichten. Und es ist eine wunderbare Erzählung, die dann doch zu einem Happy End führt und zu einem fatalen Ende für den Urheber dieser fürchterlichen Aktion. Delphine Orvilleur, und das macht das Interessante dieses Buch aus, und das unterscheidet es von anderen Büchern zum Antisemitismus, denn davon gibt es doch inzwischen eine ganze Menge an politologischen, soziologischen und historischen Analysen. Delphine Orvilleur nimmt bewusst die jüdische Perspektive ein und befragt jüdische Quellen, wie sie die Erfahrung der Ablehnung und des Judenhasses verarbeitet haben. Und dazu gibt es eine Reihe sehr interessanter Antworten. Eine hatte ich Ihnen bereits genannt, das Buch Esther, also innerhalb des biblischen Kontextes selbst. Sie durchläuft dann die rabbinische Literatur, die natürlich ebenfalls mit diesem Phänomen sich auseinandergesetzt hat, bis in die Neuzeit hinein, leugnet auch nicht das Phänomen des jüdischen Selbsthasses. Und einer der bekanntesten Figuren ist Otto Weininger, mit dem sie in einem kleinen Kapitel sich ebenfalls auseinandersetzt. Wichtig zu nennen ist auch die Verbindung von Antisemitismus und Misogynie. Der Hass auf Juden und Hass auf Frauen scheint offenbar einen engen Zusammenhang zu bilden und offenbar auch deswegen, weil das andere in einer maskulin geprägten Gesellschaft, das die Frau repräsentiert, unerträglich ist, eingehegt und in einer besonderen Weise auch Herrschaftsformen unterworfen werden muss, um auf diese Weise neutralisiert zu werden. Das Buch endet mit einem sehr schönen Satz, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Endlich, schreibt sie, sind wir soweit. Darauf mag der Antisemit ungeduldig gewartet haben, falls er dieses Buch wirklich bis zur letzten Seite gelesen hat. Wie lässt sich mit dem Juden aufräumen? Hier also die gute Neuigkeit. Es gibt tatsächlich ein Mittel, ihn verschwinden zu lassen. Man muss dem Juden nur einreden, dass er genau weiß, worin sein Jüdischsein besteht. Dann ist es ein für alle Mal vorbei mit ihm. Bis dahin, fürchte ich, muss der Antisemit sich mit ihm arrangieren. Ich kann Ihnen dieses Buch zur Lektüre sehr empfehlen. Die deutsche Übersetzung liest sich sehr gut. Und wenn Sie des Französischen mächtig sind, schauen Sie ruhig auch mal in das französische Original hinein, weil vieles an Pointen und sehr gelungenen Formulierungen natürlich in der Übersetzung nicht immer so ganz adäquat herüberkommt. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre, obwohl es ein ernstes Thema ist, auch ein klein wenig Vergnügen, denn manches davon ist durchaus wunderbar formuliert.